So, Hallöchen, ich grüße dich herzlich willkommen zurück zu zu Detroit Become Human von den Toten erwacht. Ja, das ist Markus in der gestrigen Folge. Und machen wir nicht lang rum, wir fahren fort. Finde Amanda, Amanda. Ist hier Amanda, der mich ruft. So. Wow. Ah, der ist aber schön. Oder fehlt doch die Hälfte, oder? Sieht doch recht so computermäßig aus. So, finde Amanda. Wer oder was ist Amanda? Können wir hier interagieren? So, wir gucken uns mal hier um. Ach, ist das schön. Das ist doch. Der hat doch einen Knick in der Optik, oder? Connor? Wie geil das aussieht, ey. Okay, hier geht's leider nicht weiter. Finde Amanda, das ist die da drüben, okay. Ich gucke mich aber hier nochmal um. Bei dem ist doch was kaputt, oder? Von der Prozessoreneinheit. Okay, wir könnten theoretisch hier entlang natürlich. Boah, das sieht so abgefahren aus, so mit diesem Fokus, ne? Auf Markus und der Hintergrund so mehr oder weniger verschwommen. Ah, das hat schon was, ne? So, okay, hier gibt es tatsächlich nichts. Also, die einzige Möglichkeit ist tatsächlich hier rüber zu gehen. Glaube ich nicht. Deswegen laufen wir hier nochmal rum. Scheuchen ja wegen die Flying Reds. Ah, was ist das? War das jetzt? Ich guck mal, entschuldige, wir gucken mal schnell aufs Diagramm. 8% Softwareinstabilität, neutral, Hank neutral, magischen Stein finden. Cool, wir können hier noch was finden. Wie viel ist das hier? Es geht, könnte man eigentlich heute schaffen. Hier gibt es auf jeden Fall definitiv noch was. Können wir hier rein? Ne, hier können wir leider nicht rein. Hier können wir auch nicht durch. Okay, dann laufen wir noch mal hier entlang. Mich interessiert es jetzt doch, was wir eventuell hier vergessen haben. Zeigt es das drüben eigentlich an? Ne, zeigt es glaube ich nicht an. Bevor ich nämlich zu Amanda gehe, würde ich dann doch gerne. Verzeiht mir, ah, Entschuldigung, dass ich jetzt hier niesen musste.
hier was? Nee. Komisch, was könnte hier noch sein? Was könnten wir hier noch looten? Wir haben hier ein Boot. Ist das nur zur Deko da? Als ich die Entwickler kam, wir können es, darum machen wir es. Okay, bitte verzeiht mir. Aber ich muss jetzt doch nochmal hier entlang. Wie es tatsächlich aussieht. Wir können jetzt hier nicht mehr mit ihm interagieren, ne? Wir versuchen es einfach nochmal. Es ist komisch. Okay, wenn wir hier nicht großartig weiter interagieren können, dann hätte ich gesagt, gehen wir zu Amanda. Wow, das sieht schon richtig geil aus. Ne? Da guck mal mit Bonsai-Bäumle. So, wir gehen einfach nochmal hier entlang, weil wir es können. Ich möchte natürlich hier nichts verpassen und euch natürlich so viel wie möglich zeigen. Aber außer die Brieftauben haben wir hier nichts. Ich frage mich mal, was, ob das wirklich ein echter Park ist. So, das ist Amanda. Laufen aber nochmal. Ach, Freunde. Ohne Witz, wenn du so einen Garten hast, ne, dann brauchst du auch nichts mehr. Vor allem hier steht ja ein Boot, ne? Aber hier kannst du nicht mal vorbei. Okay, weißt du was? Ich spreche mit Amanda. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Herzlichen Glückwunsch, Connor. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Und deine Art der Befragung war ausgesprochen klug. Du warst bemerkenswert effizient, Connor. Danke, Amanda. Wir baten das DPD, ihn für weitere Studien herzuschicken. Vielleicht erfahren wir ja so, was passiert ist. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Traumatisiert, ich glaube schon. Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Das ist funktional unangenehm. Ja, da bin ich mir unsicher, um ehrlich zu sein. Er entspricht nicht ganz meinen Erwartungen. Aber für ein abschließendes Urteil habe ich noch nicht genug Daten. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Unsicher, freundschaftlich. Ich mach's mal auf die freundschaftliche Tour. Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp.
weiß nicht, geht's um Empfang die Amanda, ne? Die hat irgendwie was vom Orakel von Matrix, ne? Findet ihr nicht auch? Wo war ich? War ich da in der richtigen Welt? So, erst einmal. Die Arktis spitzt sich weiter zu, seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Alter, was sind das für Videoaufnahmen? Da USA, USA, USA. Okay, wir lassen das mal so stehen. Ich frage mich tatsächlich, ob wir hier im richtigen Ding... Ach, das ist das Detroit Police Department, okay. Das sieht schon auch ziemlich cool aus, ich muss... Ah, was haben wir hier Feines? Joint Chief Staffs, wackeln nicht so. Ah, vermutlich Polizei. Können wir hier? Ich bin ganz nervös, Mark. Nee, können wir nicht. So, wir gehen auch mal schnell ins Ablaufdiagramm. Es tut mir leid. Ach, was haben wir hier schon wieder vergessen? Super, ein Polizeirevier. Was haben wir hier vergessen? Okay, egal. Ist okay. Wir fragen nach Lieutenant Anderson. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Das ist dein Wunsch ist so. Finde Lieutenant Andersons Platz. Hier rein. Yo, Luden, Luden, Luden. Sehr cool. Macht man natürlich alles durch. Hallo, Ma'am. Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Sehr schön. Wir looten trotzdem mal erst alles. P.O. Person. Du und du, hier kommt weg. So, P.O. Brown, Police Officer, denke ich mal. Heißt es. Detective Reed. Police Officer Miller, mit dem können wir reden. Hallo, grüß Gott. Du bist noch hier? Ich dachte, deine Mission ist vorbei. Sie wurde verlängert. Hank wird sich sehr freuen, das zu hören. Entschuldigung, das freut mich. Ach, guck mal, hier ist Aufladestation. Ach, ich finde das alles so cool hier. Ah, guck mal, hier können wir angucken. Android-Polizist, Modell PC-200, Inbetriebnahme Januar 2035. Er möchte einen recht gesunden Eindruck, der Kerl. So, wen haben wir da? Modell PC-200, Inbetriebnahme Januar 35. Haben die da keinen Namen?
Oh, Modell PM700, Inbetriebnahme August 37. Also noch ein recht junges Modell. Ja, schaut aber gut aus. Schaut aber gut aus. So, wir haben hier, jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Police Officer Wilson. Da kann es, könnte mein neuer Schreibtisch sein. So, man weiß es nicht. So. Ja, hier wohnt unser Chef. Gehen wir nochmal hier hin. Hier können wir lesen. Sehr schön. Nein! Berühmter Detroiter Maler stirbt. Karl Manfred, eins von Detroits strahlendsten Lichtern. UN warnen vor Dritten Weltkrieg. Zustimmungswerte von Präsidentin Warren auf 33% gefallen. So, berühmter Detroiter Maler stirbt. Karl Manfred, eins von Detroits strahlendsten Lichtern. Berichte über den Tod des berühmten Künstlers Karl Manfred wurde bestätigt. Der Rechtsmediziner spricht von einem Herzanfall, der durch eine persönliche Krise herbeigeführt wurde. Manfreds Sohn Leo bat die Medien in dieser schweren Zeit, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Berühmt wurde Manfred in den 2020ern als Galionsfigur des Neosymbolismus mit kraftvollen und düsteren Arbeiten nach dem Vorbild Francis Bacons. Es folgten produktive Jahre bis zu einer düsteren Periode unter dem Zeichen von Alkohol und Drogen. Doch in den letzten Monaten hatte der Künstler offenbar wieder gearbeitet. Entschuldigung. Die Gouverneurin von Detroit sprach der Familie im Namen der Stadt ihr Beileid aus und beschrieb Manfred als eines von Detroits strahlendsten Lichtern. Eine Kollektion von Manfreds Gemälden aus seinem Nachlass wird in den kommenden Wochen versteigert. So, zweite Seite. Ivanov sagt niet. Russlands Präsident antwortet auf Warrens Warnung. Cyberlife, das erste Billionen-Dollar-Unternehmen der Welt und Weltbevölkerung, erreicht 10 Milliarden. Ivanov sagt niet. Russlands Präsident antwortet auf Warrens Warnung. Auf Präsidentin Warrens Forderung, dass alle russischen Truppen umgehend aus der Arktis zurückziehen sollen, hat Russlands Präsident Ivanov nun geantwortet. Ivanov bezeichnet Warrens Kommentar als Megafon-Diplomatie und meinte, das US-Säbelrasseln sei die größte Bedrohung für die Stabilität in der Region. Der Kreml veröffentlichte eine detaillierte Erklärung, die Russlands Anspruch auf das Territorium erläutert. Ferner erinnerte Ivanov Präsidentin Warren, dass die USA an die UN-Konvention gebunden seien, wie alle anderen auch. Der Konflikt ist weit von einer Entspannung entfernt. Da bin ich gespannt, aber da droht erst der Dritte Weltkrieg, echt? 2038? Ist ja noch ewig lang hier. So. Wer wohnt denn hier drin? Warte mal, wir machen mal Lucky, 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 weil wir es eben können. So, Detective Collins. Das ist, glaube ich, der Chef, oder? Ich würde jetzt gern zuhören. Geht es? Okay, wir können sie nicht hören. Okay, wir können auch nicht rein. Aber in so einer Glas-Ding zu hocken, ey, da brauchst du auch gute Klima. So, Detective Collins. Wir hocken natürlich hier. Wir gucken aber nochmal, ob wir vielleicht doch was übersehen haben. Haben wir vielleicht diese junge Dame? Pearson, okay. Okay, hier geht's dann doch nicht mehr weiter. Okay, und die werden wir genau. Police Officer Brown. Gut, dann gehen wir mal hier rüber nochmal. Lieutenant Anderson, da haben wir doch. Entschuldigung, wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. So, war der auf Lieutenant Anderson? Ja, schaut bequem aus, da holen wir uns gleich mal hin. Kunde das neue Büro?
Wie kann ich aufstehen? Danke. Danke, Spielchen. So, wir gucken mal. Ablaufdiagramm. Wir haben 36%. Boah, Revierkunden, wir haben noch einiges hier. Auf Hank warten. Und ich wüsste, wie lange das jetzt dauert, ne? So, erkunde die Polizeistation. So, lesen. Wir gehen es nochmal durch, weil wir es eben können. Bliblablo, bliblablo, bliblablo. Dann gehen wir nochmal runter. Dann gehen wir hier nochmal runter. Dann gehen wir hinterher, beziehungsweise auf die erste Seite. Berühmter Maler stirbt. So, ich würde tatsächlich... Ups. Erkunde das Büro. Wie weit können wir hier reiten? Können wir jetzt hier weiter? Wenn wir hier weiter können, dann würde ich doch hier eine Pause machen. Wir können hier weiter. In diesem Sinne, liebe Freunde, machen wir hier doch eine Folgenpause. Sonst wird es dann doch zu lange, in 22 Minuten. Ich denke, das ist okay in diesem Sinne. Euch einen schönen Abend noch. Und morgen machen wir dann hier weiter in diesem Sinne. Macht's gut. Servus. Euer Franconia.